Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai. Gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition, Mut, Ehre, das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Jinida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Wow, ja Leute, ich bin's und wir werden hier ein Spiel spielen. Ich weiß selber noch nicht, wie es richtig funktioniert. Aber ich würde sagen... Nein, wir machen weiter. Ich werde euch später richtig begrüßen. Aber jetzt werden wir erstmal hier. Aua. Mein Gott, deine Sterne. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Männer, wir müssen den Anführer erledigen! Männer, mir nach! Mehr Mongolenhunde! Meld sie nieder! Los, Geist! So, okay. Yeah!
Nur wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg. Den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. So. Dort, der Mongolen-Anführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Ich bin Khotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben. Welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Ja, Freunde, ich bin's wieder. Oh. Exodia Black. So, wir werden ein Spiel spielen. Leute, ich hab das ja schon angezockt und
sehr weit eigentlich, weil ich wissen will, Steuerung und, hast du nicht gesehen. Und euch das zu präsentieren, ansehnlich, Ghost of Tsushima. Und dieses Spiel, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann da zu dem Spiel nichts sagen, wenn ich ehrlich bin, weil es ist aus Mut, Ehre, mich gerettet. Mich hier versteckt. Stolz. Ja, ist ja gut. Stolz und was nicht noch alles. Aber es wird mich auch auf die Geduld stellen und. Aber geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist das Spiel allgemein. Mein Sohn hat mich da drauf gebracht. Löse keinen Alarm aus. Na prima. Tolle Wurst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, vor allen Dingen, wo ich jetzt hin muss. Was ich tun soll. Keine Ahnung. So, ich muss hier durch. Ob ich will oder nicht. Wie soll ich da durch? Wo ist mein Katana? Da muss ich her. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, wirklich. Ich habe es zwar schon angezockt, aber... Erstmal... Ich glaube, hier ist mein Katana. Jawohl, glaube ich. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Das weiß ich nicht. Meine Rüstung. Da. Ah. Na, hervorragend. Gut. Aber besser als nichts. Genau, besser als nichts. Das Haus durchsuchen nach meinem Katana. Irgendwo muss es ja sein. Und so groß ist das Haus doch gar nicht. Ich gehe doch nach oben. Moment. Nee. Wo ist es denn jetzt? Verlassen? Verlasse das Haus. Ich durchsuche das Haus. Ja. Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaube schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garst, hier! Das. Bitte, versteck dich. Oh, tut mir nicht! Tio, komm in hier! Reiß! Ich habe Reiß! Bitte, nimm sie! Oi. Wer bist du? Ich bin Yuna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Wie lange war ich bewusstlos? Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Yuna. Psst, nicht jetzt. Mist, runter. Bewegung. Hier lang. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Vergiss ihn. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen nahmen ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda.
Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Hilfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun, kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Ja, also weiter geht's. Wir müssen uns durch die Mongolen schleichen, nicht fighten. Und ja, wie ich das Spiel bewerten soll, kann ich gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Nein, weil so ein Spiel kenne ich nicht. Ich habe Witcher gespielt, Assassin's Creed und mit Schwertern und. Aber dieses Spiel ist, gehst du mal weg? Oh, runter. Completely was anderes. Ja, es hat auch mit Schwertern zu tun und, aber hier war ich lange, habe ich gebraucht, weil ich mit Geduld spielen, mal runter. Mit Geduld spielen, na super. Auch beim Kämpfen, es ist alles schon ziemlich heftig, ja. Man kann es nicht mit Bloodborne ja, auf gleicher Höhe tun, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, es ist ein schwieriges Spiel, auf jeden Fall. Wenn wir überqueren, würden wir gesehen werden. Das ja. Riskiere ich. Warte, der Wagen. Jetzt. Ja, was denn jetzt nun? Woher denn? Ja, ich bin ja schon bei dir. Ich bleib hinten dran. Mehr Wachen. Los, oh, in die Dächer. Kletterst ja. Auf Dächer. Plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Wie mein Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Gut. Gehört jemandem. Mehr ist sie aber nicht. Nö. Und ich werde das Spiel mega ernst nehmen. Das sage ich euch jetzt schon. Ich werde da nichts auf die leichte Schulter nehmen. Oder ich werde auf jeden Fall suchen, sammeln. Das wird ein mega langes Spiel. Auf jeden Fall. Und gleich da vorne. Ich habe schon bei Leuten gesehen, die waren nach 110 Folgen durch. Leute, ich habe das soweit gespielt. Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche das Haus. Es muss hier sein. Und ich bin kurz auf der Insel Iki gewesen. Aber ich sag's euch. Ich bin ja jetzt schon bei 100 Folgen gewesen. Jetzt circa. Ja. Auf jeden Fall wird das ein sehr langwieriges und ich bin Jin Sakai. Extrem, Neffe des großen Fürst Shimura. Extrem geiles Spiel. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Ja. Doch, euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Mhm. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Gut. Na Gott, jetzt muss ich gegen dich kämpfen? Na prima.
versucht, mich zu treffen. Ja, Onkel. Halt. Angriff! Ich bin bereit! Versucht, mich zu treffen. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht fällen. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Er ist groß, aber ich bin schneller. Ich bleibe außer Reichweite. Warte, bis er müde ist, fälle ihn dann mit einem Schlag. Gut. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld. Und Disziplin, auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke daran, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Ein schwerer Schlag des Gegner taumeln, dann ein schneller Schlag. Genug! Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Ich würde euch nie belügen, Jin. Versucht zur Abwechslung, meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht verschonen. Bleibt in Abwehrhaltung. Gute Abwehr! Gute